Hallo und herzlich willkommen in der Wunderkesselküche. Ich bin Kai und heute habe ich für euch ein Rezept aus der Kategorie Egal was ihr sagt, jetzt wird genudelt. Lustige Kategorie, aber wir machen in der Tat heute Nudeln selber und zwar Nudelteig. Deswegen habe ich mir von meiner Mama die Nudelmaschine ausgeliehen, die bereits seit mehreren Generationen in unserem Besitz ist. Ich wollte es halt einfach mal ausprobieren. Ich glaube nicht, dass das etwas ist, was ich tagtäglich zu Hause machen werde, aber es muss irgendwie ja auch gehen. Also würde ich es auch gerne mal machen. Ja? Also Teig machen im Thermomix und dann gucke ich mal, ob das funktioniert. Wie der Teig funktioniert, ist eigentlich sehr, sehr einfach. Wir nehmen 150 Milliliter Wasser und 350 Gramm Hartweizengrieß. Das messe ich jetzt hier in unserem Kessel ab. 350 Gramm. Und ich glaube, da sollte man wirklich so bei der Menge relativ genau sein. Also nicht zu viel nehmen, nicht zu wenig. Da müsst ihr, glaube ich, wirklich genau schauen, dass das Verhältnis stimmt. Sonst wird der Teig zu wässrig oder zu hart oder was auch immer. Also echt hier vorsichtig sein. Es wird abgezählt, Gramm für Gramm. 2 Gramm zu viel, aber das ist jetzt egal. Das ist mir jetzt egal. Dann kann ich sagen, oh nee, hat nicht funktioniert, weil ich 3 Gramm zu viel reingemacht habe. Ein Esslöffel Öl machen wir noch dazu und eine Prise Salz. Und das war's auch schon laut unserem Rezept aus unserem Rezeptbuch, denn das Ganze wird ohne Ei gemacht, sprich vegan. Ihr könnt, wenn ihr wollt, da noch ein paar gehackte Kräuterchen dazu machen. Ja, wenn man die fein hackt, das gibt dann auch nochmal eine schöne Farbe und einen speziellen Geschmack. Aber ich möchte jetzt wirklich erstmal, bevor ich irgendwelche Experimente mache, hier original Nudelteig machen. Wir gehen natürlich in die Teigstufe und die finden wir hier und stellen mal 3 Minuten ein und dann schauen wir mal, wie unser Teig wird. Unser Teig ist fertig und was wir jetzt noch tun ist, oh das sieht super aus, wir formen den zu einer Kugel und damit wir den auch richtig rausgedreht bekommen, weil extra unseren Teigtwister. Wir formen den Teig zu einer Kugel, zu einer ebenmäßigen Kugel und lassen den bei Zimmertemperatur abgedeckt jetzt 30 Minuten stehen. Unser Nudelteig ist jetzt vor sich hingegangen. Jetzt müssen wir den so ein bisschen ausrollen. Ich habe jetzt Omas alte Nudelmaschine aufgestellt und ihr könnt das natürlich auf einer bemehlten Arbeitsoberfläche machen. Ich habe jetzt hier unsere Silikonarbeitsmatte. Ja, die ist eigentlich sehr, sehr cool, weil da echt nichts dran haften bleibt. Wobei ich gerade merke, ich hätte vielleicht das Nudelholz einmehlen können. Und ob ich jetzt die Nudelmaschine einmehlen muss, das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Aber ich habe das auch noch nie gemacht. Das ist also heute ein Experiment. Da jetzt bei dem Nudelding da keine Anleitung dabei war, kann ich echt nur mutmaßen, wie das funktionieren soll. Ich schneide jetzt einfach mal so einen Kanten raus hier und dann gucken wir mal. Dann habe ich das jetzt hier auf die größte Stufe gestellt. Ah, die Kurbel braucht man noch, mein lieber Mann. Das ist ja echt. Schauen wir mal. Ich bin mal sehr gespannt, ob und wie das funktioniert hier. Aha, genau, und dann zieht man das unten raus. Okay. Okay, verstehe. Aber man muss das, glaube ich, irgendwie dann mit der anderen Hand unten rausnehmen, dass das nicht zu groß wird. Ich mache es jetzt auch mal ein Stückchen kleiner. Und jetzt schalte ich mal auf Stufe 3 gleich ganz runter. So, jetzt musst du das hier irgendwie so
Ach, guck mal. So geht das doch optimal. Die Arbeitsfläche hier ein bisschen schwierig aufgebaut. Nummer 3. Jetzt können wir das nochmal teilen hier. Dann gehe ich jetzt mal auf Stufe 5. Ach guck mal, das ist echt nicht so schwierig hier. Ich habe jetzt hier mal ein bisschen rumgespielt und ich habe kurze, dünne Nudeln gemacht. Ich habe längere, dünnere Nudeln gemacht. Ich habe etwas dickere Nudeln ganz lang gemacht. Ich habe kurze Bandnudeln. Ich habe lange Bandnudeln. Ich habe hier so, weiß nicht, was das hier, das ist so für, wahrscheinlich für Tortellinis irgendwie, wo man dann was reinmacht und dann wird das so gefaltet. Ach nee, weißt du, guck mal, das hier sieht aus wie diese asiatischen, diese Wantans oder so. Wie auch immer, Leute, ich bin ja froh, dass ich einen Nudelteig machen konnte. Ich schmeiß das jetzt einfach mal in den Topf. Den Rest verarbeite ich jetzt nicht. Das mache ich dann irgendwann mal zu Hause. Kann man Nudelteig einfrieren? Ich weiß es nicht. Schauen wir mal. Aber es ist schon echt viel Arbeit. Also zumindest das Nudeln, das Teig machen selber war ja jetzt echt sehr, sehr schnell. Ich schmeiß das mal in den Topf und dann gucken wir mal, wie es geworden ist. So, das Wasser kocht. Ich habe noch kein Öl drin. Da muss ja ein bisschen Olivenöl muss ja rein. Die Mama hat immer Olivenöl ans Wasser gemacht, wenn die Nudeln gemacht hat. Oder macht sie heute noch. Also die macht ja immer noch Nudeln. Also so ist ja nicht. Ich bin mal gespannt. Ich mache jetzt nochmal die Bandnudeln rein. Ich bin echt mal gespannt. So 5 Minuten und dann gucken wir nochmal. Ich glaube, die kleben alle aneinander. So, das war ein sehr lustiges Experiment mit gemischtem Ergebnis. Ich muss sagen, jetzt gerade diese ganz dünnen Spaghetti, die klumpen jetzt so ein bisschen. Diese hier habe ich ja etwas dicker gemacht. Das ist in Ordnung. Die Bandnudeln sind perfekt. Ja, also die schmecken auch richtig gut. Ich bin halt am Überlegen, ob jetzt der Aufwand wirklich den Nutzen hier rechtfertigt. Es ist auf jeden Fall eine schöne, auch vor allem vegane Variante zu den normalen Convenience-Nudeln. Wenn ihr so ein Ding zu Hause rumstehen habt, probiert es einfach mal aus. Es schadet nichts. Es ist mit Sicherheit auch mal was anderes, auch mal zu sagen, hey, ich habe Pasta selber gemacht. Ne? Kann man ja mal machen. Probiert's aus und schreibt mir gerne eure Erfahrungen runter hier da in die Kommentare. Ich freue mich darüber. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir auch gerne einen Daumen nach oben da. Ich wünsche viel Spaß beim Nachnudeln und bis dahin sage ich Tschüss und guten Appetit.